Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist seit langer Zeit wieder die liebe, saftiges Gnu. Hey, hey, was geht? Hallo. Boah, Alter, krass. Leute, man kann hier im Itemshop, sehe ich gerade, unten Unterstützer, einen Creator eingeben. Lol, wenn man da Revinzeit eingibt, dann wäre das einfach, ey, macht's doch einfach, wäre mega nice. Bitte, danke, es ist Sommerloch. Miete zahlen, ihr wisst Bescheid. Leute, wir machen heute was ganz, ganz Besonderes. Das habe ich schon bei ein paar anderen Fortnite-Content-Creatern gesehen. Unter anderem McCreamy. Und mir ist es auch selber schon in-game aufgefallen. Diese Skins, die wir hier gerade haben, machen einen in bestimmten Situationen wirklich komplett unsichtbar. Aber bevor das so ist, müssen wir ein paar Anpassungen vornehmen. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Ich habe meinen Backlink komplett deaktiviert. Hast du gerade einen Backlink drin, Gnu? Nee, auch schon deaktiviert. Sehr gut, das machen wir mal raus. Dann habe ich hier so eine Axt genommen, die relativ, diese Pickaxe, diese doppelten Erntehacker, die relativ niedrig sind, sodass wenn ich mich irgendwo verstecke, dass man die nicht rausgucken sieht. Ich habe einen ziemlich leisen Schirm genommen beim Runterfliegen, den Gründerschirm. Und das hier ist eigentlich relativ egal. Die ganzen Waffentarnungen machen wir auch mal komplett auf grün alle, meine Freunde. Denn unser Ziel ist jetzt heute, sich komplett mit der Natur, mit der Fortnite-Umgebung zu verschmelzen und komplett unsichtbar für die Gegner zu werden. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, wir queuen einfach mal ein paar Duos und let's go, oder Gnu? Bin bereit. Ja, sehr gut. Dann mach dich mal ready und auf geht's. Also ich bin mal gespannt, Leute, ob wir tatsächlich mit diesen Skins unsichtbar werden oder ob jetzt mittlerweile Leute das verstehen, dass wenn man in einem Busch mit diesem Skin sitzt, dass das gefährlich sein könnte, dass jetzt Leute wieder vermehrt darauf achten. Gerade ganz am Anfang hatte ich echt ein paar Szenen in meinen Livestreams und sowas, wo ich wirklich in der Ecke gehockt habe und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass man niemand sieht. Und es ist wirklich so, dass es richtig, richtig dreist teilweise ist. Man sitzt wirklich vor einem Gebäude und macht die T-Pose und die Leute laufen einfach an einem vorbei, weil sie denken, man ist ein Baum. Also ich glaube, gerade wenn man in so einem Hotdrop wie Pleasant Park oder sowas mal landet, dann merkt man ganz schnell, dass die Leute da so sehr aufs Kämpfen tatsächlich bedacht sind, dass es überhaupt nicht auffällt, wenn man da irgendwo in einem Busch hockt. So, wir haben auf jeden Fall das Glück, dass wir direkt in, oh, sag mal, in Vettel könnten wir landen. Sind da Büsche in Vettel? Nee, ne? Ich würde sagen, wir landen in Salty, weil da hat es ein paar Büsche. Wir holen uns auf jeden Fall trotzdem eine Waffe, ja? Und setzen uns dann direkt in den Busch an ein Haus und schauen einfach mal, was damit passiert. Guck mal hier, Leute, wenn ich mich nämlich jetzt hier reinsetze, man sieht ja wirklich gar nichts. Also ich meine, man sieht ja wirklich nichts. Und selbst wenn ich jetzt hier so drin stehe, guck mal bitte, Leute, der Typ sieht mich nicht. Also, ich meine, gut, er sieht mich schon. Hä? Aber, ne, also ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Es hat so ein bisschen was von einem Baum. Man kann auch ganz gut sich in den Bäumen drin verstecken. Wenn man in den Baum landet, dann sieht einen auch niemand. Auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die es hier gibt. Und die gute alte Heavy Pump ist zurück, meine Freunde. Freut mich auch auf jeden Fall. Extrem geile Waffe. Da schmeckt auf jeden Fall der Headshot mit dem Ding. So, Gnu. So, willst du hin, Salty? Ich würde sagen, wir landen hier in diesem Haus und setzen direkt in dem kleinen Haus, was ich markiert habe, setzen uns da direkt in den Vorgarten, holen schnell eine Waffe, laufen wieder raus in den Vorgarten. Also ich würde sagen, wir gehen quasi hier, wo ich markiere, jetzt da hinten durchs Haus rein, weißt du? Nehmen uns eine Waffe, setzen uns in den Vorgarten und warten einfach mal ab, ob uns Leute sehen, okay? Und vielleicht rennen ja welche uns vorbei. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Let's go. Gleiten wir hier wie kleine Ameisen, ja, ganz entspannt herunter. Und hier landen auf jeden Fall schon Spieler. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Ich habe die gleichen wie du. Okay, Gnu, ich habe keine Waffe. Auch nicht. Aber ich mag deinen Booty. Okay, Gnu, ich setze mich jetzt einfach hier rein. Ich setze mich jetzt einfach hier in so ein Ding rein. Okay, warte, 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 warte. Wo ist? Okay, warte, warte, warte. Der Typ ist auf jeden Fall in dem Haus drin. Probier's mal mit der T-Pose. Oh mein Gott, Gnu, du machst nicht wirklich einen Emote, oder? Er ist an mir vorbeigelaufen. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Guck mal, er ist ein Freund. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er gibt uns eine Waffe. Wir haben einen Freund. Wir haben einen Freund, Mann. Er sieht dich. Lol. Hä? Er soll mitmachen. Okay. Er soll mitmachen. Gut, ich gehe da mal hier ins Haus rein. Wie geil ist das denn? Ich glaube, der hat eine Shotgun oder sowas. Ne? Ich würde ein bisschen aufpassen. Also nicht, wenn der uns jetzt einfach umbringt. Oh, wie süß der ist, Mann. Gott, er macht mit. Was macht der? Er macht mit. Der macht mit, Mann. Wie geil ist der denn? Okay, gegenüber sind noch andere Gegner. Gegenüber sind noch andere Gegner. Okay. Wir warten jetzt einfach mal ab. Wir warten einfach mal ab. Cool ist denn der Typ? Der verrät uns aber. Okay, Gnu, du stehst aber auch ziemlich offensichtlich da. Du lenkst die komplette Aufmerksamkeit auf uns, ne? Ja. Hey, komm schon, no risk, no fun. Sag das mal lieber unserem Homie. Was macht denn dieser Typ, Alter? Was ist denn mit ihm? Was macht der denn? Der verrät uns, nicht ich. Guck mal, da kommt sein Homie. Ah! Da kommt sein Homie. Nein! Hilfe! Nein! Hilfe! Gnu, Rebi, lauf! Komm, lauf, Gnu! Komm, komm, lauf weg! Lauf weg, lauf weg! Wir sind ertappt worden! Lauf! 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 Rebi, ich werde angeschossen! Gnu, er ist hinter uns! Gnu, er ist hinter uns! Gnu, die gehören zu uns! Das sind Freunde! Komm, lauf! Lauf! Wir haben... Okay, so war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Wir haben tatsächlich Freunde gefunden, Gnu. Ja, oh, Forst, wir werden noch abgeschossen von einem... Ah, da hinten kommt auch mit. Hä? Hä? Hä, was Moment ist das? Mal. Okay, das ist gerade wirklich seltsam. Gnu? Ja. Also wir dürfen jetzt nicht kämpfen die ganze Runde lang. Das weißt du, ne? Weil wenn wir jetzt teamen, werden wir gebannt. Ja, natürlich, okay. Aber... Warte, Gnu, ich versuche mir eine Waffe zu holen. Bleib mal mit den beiden zusammen. Ja. Lassen die dich leben? Ja. Und die haben beide eine Waffe, ne? Es sind drei jetzt auf einmal. Hä, was? Moment, stopp. Moment, was geht da hinten ab? Hä? Der eine rennt grad. Okay, stopp, 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 Gnu. Moment, stopp. Okay, Leute. Ich weiß es nicht. Komm, wir setzen es einfach hier. Hä? Hä? Komm hier rein.
Ey, die sind ja richtig cool. Wir müssen den Namen geben. Oh nein, ich glaube, der bringt mich gleich um. Ich glaube, der bringt mich gleich um nein, mit der Shotgun. Nein. Da hinten kommen Gegner. Ja, eben, das sind Freunde. Guck, die machen auch nichts. Deswegen, was ist denn los? Was ist das für eine Runde? Das kann doch nicht sein. Okay, Gnu, warte mal. Die werden es umbringen. Nein, die werden es nicht umbringen. Hä? Was ist denn das? Okay, lol. Leute, das ist unglaublich, was hier gerade passiert. Das kann nicht sein, oder? Hä? Wir sind ein 6-Mann-Team jetzt einfach. Aber wir dürfen niemanden töten, ne? Das ist dir schon bewusst. Ja. Aber. Gnu, hättest du das erwartet? Nein, was? Aber kennen die uns? Ist dir das schon mal passiert? Nein, ey, was glaubst du, wie lange ich schon das Spiel für so eine scheiß Love Story? Das funktioniert Ich glaube, die haben uns beworfen mit irgendwas. Und die wissen dann, die kennen unsere Namen dann, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Jetzt geht es. Ja, ja. Hä? Oder hast da, du da, guck da, the Barcode. Die wissen halt, wer wir sind. Es kann ja sein, dass die daher wissen, wer wir sind, weil die es halt bewerfen mit Sachen. Ach, oh mein Gott, stimmt. Oh mein Gott, okay. Gnu? Ja? Ich würde sagen, wir müssen die... Was willst du, was hast du vor? Okay, wir müssen die Mission Unsichtbar sein weiterführen. Komm, ja, okay. Wir nehmen unser Team mit. Aber komm mit, komm mit. Das funktioniert nicht. Okay, die sollen mitkommen. Aber das wird nichts, Mann, die sind zu auffällig. Gnu, die werden uns verteidigen und wir sind unsichtbar, Alter. Wir sind ein 6-Mann-Team, Alter. Was geht denn hier ab? Und Leute, das ist geisteskrank, Mann. Das passiert dann, glaube ich, echt nur einmal im Leben. Ich schwöre, mit einem 6-Mann-Team Team Duo gewinnen. Auch ein geiler Titel. Kann man machen. Hier vorne. Oh, oh. Wir werden angegriffen. Ich darf nicht kämpfen. Ah! Gnu, ich bin genockt. Ja, ja, warte. Bleib da sitzen. Ich bin ein Baum. Der Typ sieht mich nicht. Ich liege hier am Boden. Der sieht mich nicht. Komm zu mir, schnell. Oh Gott. Unsere Homies sind tot, Revi. Komm, Gnu, lauf. Ah! Oh mein Gott, Gnu. Ah, nein. Ja. Nein, er kommt. Nein! Leute, was war das direkt für eine starke erste Runde? Ey, ganz ehrlich, das hat am Anfang richtig gut funktioniert, ne? Und dann sind wir entdeckt worden und dann waren es unsere Freunde. Leute, mit diesem Skin kann man einfach ein 6-Mann-Team formen. Auch stark. Oh, ich würde sagen, wir landen einfach nochmal irgendwo. Und diesmal versuchen wir wirklich ganz auf Stealth nicht aufzufallen. Hier vorne, geh hier hin. Ich hab's hier markiert. Okay, warte, ich komm. Irgendwo jemand, der mich sehen könnte? Nee, noch nicht. Okay, setz dich dahin. Okay, wir warten jetzt, komm. Sicher, dass hier Gegner waren? Oh ja, hörst du sie schon? Ja, ja. Wenn hier gleich einer stirbt und einen revive, dann können wir direkt hier reinsnacken. Weißt du, was ich meine? Okay, let's go. Weil es wird auf jeden Fall jemand sterben und einer von denen bleibt übrig und dann wird er jemanden reviven. Alter, ist das assi. Okay, wir müssen jetzt einfach nur warten. Oh, Panik. Das ist nicht dein Ernst, wie du da stehst, Gnu. Also so sieht dich ja wirklich jeder. Ach komm schon. No risk, no fun. Guck mal, ich bin wirklich sehr gut versteckt, oder? Du kannst rechts neben diesen kleinen Busch gehen, aber. Ja. Oh Gott, hör auf! Lass uns warten, bis jemand beim Revive-Bus ist. Okay, ich bin Kaktus. Oh mein Gott, das sieht nicht mal ansatzweise aus wie ein Kaktus. So Leute, Creator Code Revinzeit. Dankeschön. Komm, wir gehen zu Salty, oder? Da kommt jemand. Über uns. Oh Gott. Okay, die haben uns schon mal nicht gesehen. Nee. Die gehen zur Scheune. Solche Lapp. Ey, wie hat er mich denn gesehen, Alter? Oh mein Gott, ey. Hey, das kann ja nicht sein. Wie hat er mich denn gesehen? War echt seltsam. Okay, wow. Da sieht man mal meine Freunde. Solche Leute, die sowas kaputt machen, die haben noch nie in ihrem Leben Spaß gehabt. Oh mein Gott, Gnu, du bist so auffällig, du bist so laut. Das höre ich öfter. Gut, wie machen wir es jetzt am besten? Ich habe eine Idee, ich weiß, wo ich hingehe. Hier wäre ganz gut. Okay, Gnu, wir müssen das vorsichtig machen. Ich glaube, hier ist ein guter Spot. Ich setze mich hier hin. Ich weiß, dass da vorne irgendwo Gegner waren. Die sind gerade in der Mitte bei diesem Bus und die fighten da gerade. Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen. Okay. Und die werden mich hier nicht sehen. Gnu, du musst dich irgendwo in die Nähe setzen, wo ich die... Okay, du bist da. Bleib da. Komm dahin, warte. Hör auf, die Bälle zu werfen! Gnu, bitte, du verrätst uns, bitte! Okay, die sind gerade da vorne in dem Haus. Die werden hier Stück für Stück jedes Haus abarbeiten. Und sobald er vor mir steht, kriegt er von mir eine Salve in den Kopf. Oh mein Gott, das nächste ist unser Haus dran. Es ist unser Haus dran. Er hat mich gesehen. Sicher? Ja, oder? Nein, er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott, was? Dieser Dummkopf. Also auffälliger geht's auch nicht. Ich stehe vorne mit T-Pose. Warte, er kommt. Jetzt, also wenn er jetzt mich nicht sieht, dann lache ich mich tot. Kann ihn nicht sehen. Oh mein Gott, warte, er kommt jetzt gleich die Tür raus. Warte, er kommt. Da hinten hinter dir ist noch einer. Vorsicht, gell, da kommt. Oh, da kommt auch ein Gegner hinter dir. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's gleich ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Töte sie, Revi, töte sie! Nein! Keine Munition gehabt! Mann, wenn ich die Shotgun gehabt hatte! Mann. 39 HP und
96 HP. Oh Gott, die waren auch beide natürlich full. Ah, aber es hat funktioniert. Ich war komplett unsichtbar. Mich hätten sie nicht gesehen, tatsächlich. Ja, bei mich leider schon. Nicht gesehen. Ja, du stehst aber auch immer viel zu auffällig. Hey, Mann. Aber am Anfang hat er mich nicht gesehen. Du musst dich besser verstecken. Aber am Anfang hat er mich echt nicht gesehen. Er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Oh mein Gott, ich glaube, er bemerkt mich auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Er sucht mich. Okay, soll ich ihn töten? Nee, warte. Ich will wissen, was er macht. Er hat mich auf jeden Fall noch nicht bemerkt. Das ist auch geil. Ja, mach das. Ach, er belebt seinen Freund. Verfolgt jetzt. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, gut. Jetzt hat er dich gesehen. Schade, Mann. Oh. Au, war ein guter Hit. Naja, Leute, ihr seht auf jeden Fall, man kann damit tatsächlich ein Stück weit unsichtbar sein und sogar ein Sechser-Team-Form. Hat auf jeden Fall alles super geklappt. Sehr geil. Ich kann sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaut definitiv bei der lieben Gnu vorbei. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.